Im Frühjahr, wenn in den Kammlagen die letzten Schneereste schmelzen, verwandelt sich die sonst ruhig fließende Ohe in einen reißenden Bach. Nicht nur das Schauspiel Wasser, sondern auch die an dem Bachufer so typische Flora kann man hier beobachten. Der knotige Beinwell, die Soldanelle, das Milzkraut, die Haselwurz, die dornenlose Heckenrose, mit Knospe und der Blüte, die rote Lichtnelke, der Sauerklee, Schlüsselblumen, Dotterblumen, der Heilzist, die Kratzdistel,
Seit geraumer Zeit nutzt die Firma Wiedeskei Bitwerk Eigenstadel das Resch- und Sausbachwasser zur Stromgewinnung. Angestaut wird der noch junge Reschbach oberhalb der Reschmühle. Von dort wird der Großteil des Wassers in Röhren von knapp 2 Meter Durchmesser ca. 3 Kilometer zum Reschbachwerk geleitet, wo auch schon Strom erzeugt wird. Ein Kanalsystem leitet dann das Wasser ca. 1,5 Kilometer weiter zum Sausbachwerk. Angestaut wird auch der Sausbach bei Freyung. Circa 2 Kilometer wird das Wasser in felsgehauenen Stollen ebenfalls zum Sausbachwerk geleitet. Vom Sausbachwerk, wo das Resch und das Sausbachwasser zusammengeleitet werden, geht es dann erstmal circa 2 Kilometer unterirdisch in einer Rohrleitung Richtung Kapitwerk. Oberhalb vom Kapitwerk sind die Rohre wieder freigelegt und das Wasser stürzt mit einem Gefälle von ca. 30% dem Werk entgegen. Im Werk selbst stürzt das Wasser dann nochmal 60 Meter in die Tiefe, um den Turbinen den richtigen Druck zur Stromerzeugung zu geben. 60 Meter Tiefe. Wohin mit dem Wasser? Um es nicht wieder an die Oberfläche zu pumpen, wurde ein Stollen in Richtung Ringelei gehauen, sodass der Höhenunterschied ausgeglichen wurde. Wo dann das Wasser kurz vor Ringelei der Wolfsteiner Ohe wieder zugeführt wird. Die nesselblättrige Glockenblume, hier eine Wasseramsel bei der Nahrungssuche. Der bunte Eisenhut die pfirsichblättrige Glockenblume, Neuenbuchberg. Die Burg wurde um 1390 von Seyfried von Buchberg neben der älteren buchbergischen Burg Wildenstein erbaut. Sie war bis zum Kauf durch das Hochstift Passau 1592 Sitz
der gleichnamigen Herrschaft und verfiel im 17. Jahrhundert. Die Erasmuskapelle etwas oberhalb vom Kapitwerk erbaut. Eines der weniger natürlichen Vorkommen der Waldkiefer, bedingt durch das Pfahlgestein. Der Pfahl ist eine Quarzader, die parallel zum Grenzkamm durch den gesamten Bayerischen Wald verläuft. Im Bereich vom Kapitwerk hat sich die Ohe im Laufe der Zeit durch diese Ader seinen Weg gebahnt. Thank you.